Vielen Dank, Herr Stirböck. Für die Fraktion DIE LINKE erteile ich der Fraktionsvorsitzenden Frau Wissler das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am Wochenende gingen Zehntausende Menschen in vielen Städten Europas auf die Straße und demonstrierten gegen Nationalismus, gegen Rassismus und die wachsende Gefahr von rechts. In Frankfurt waren es über 15.000 Menschen. Und dieser Protest ist wichtig und er ist notwendig, denn es ist die Aufgabe aller Demokratinnen und Demokraten, rassistische und faschistische Kräfte zu bekämpfen. Das ist die Lehre aus Faschismus, Holocaust und Krieg, der ganz Europa in Trümmern legte. In vielen Ländern Europas fanden in den letzten Jahren ein Erstarken der radikalen Rechten statt. Und in einigen Ländern sind sie an der Regierung beteiligt, wie Salvini in Italien und die FPÖ in Österreich, zumindest bis gestern. Das gespielte Entsetzen der ÖVP und von Kanzler Kurz über die Aussagen von FPÖ-Chef Strache ist unglaubwürdig. Nach dem Motto, wer hätte denn ahnen können, dass die FPÖ so ist? Der eigentliche Skandal ist doch nicht, dass die Nazis von der FPÖ korrupt sind. Der eigentliche Skandal ist doch, dass die ÖVP, eine Schwesterpartei der CDU, mit diesen Rechtsradikalen eine Regierung gebildet hat und der FPÖ auch noch die Zuständigkeit für Polizei und Geheimdienste im Innenministerium übertragen hat, meine Damen und Herren. Und wer über den Rechtspopulismus spricht und über den Rechtsradikalismus, der muss doch auch sehen, dass es auch konservative Parteien waren, die diese rechte Stimmungsmache in vielen Ländern Europas befeuert haben. Und wenn man in Deutschland über den Aufstieg der AfD redet, ja, dann muss man natürlich auch über die Seehofers und die Scheuers und die Söders und wie sie alle heißen, auch über die reden, die doch großen Anteil daran haben, dass eine Stimmung geschaffen wurde, auf der diese Rechten überhaupt erst aufbauen konnten. Man denke nur an Bundesinnenminister Seehofer, der sich hingestellt hat und gesagt hat, die Migration sei die Mutter aller Probleme. Was für ein gefährlicher Unsinn. So werden gefährliche Stimmungen geschürt. So werden Menschen gegeneinander ausgespielt. So schürt man Rassismus, meine Damen und Herren. Und Frau Ministerin, Sie sprachen von europäischen Werten wie Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit. Aber leider erwähnten Sie den ungarischen Ministerpräsidenten Orbán, der ja immer noch, dessen Partei immer noch der EVP angehört, mit keinem Wort. Und ich finde schon, wer vorgibt, Populisten in Europa bekämpfen zu wollen, der muss doch auch laut und deutlich widersprechen, wenn die eigenen EVP-Parteifreunde Grundrechte einschränken und Politik gegen Minderheiten machen, statt jemanden wie Orbán seit vielen, vielen Jahren in den eigenen Reihen zu dulden, Frau Ministerin. Für uns als LINKE ist klar, wer ein vereintes Europa will, das übrigens größer ist als die derzeitige Europäische Union, wer ein vereintes Europa will, der muss die Europäische Union in ihrer Verfasstheit und zuvorderst auch die Rolle der deutschen Bundesregierung grundlegend kritisieren. Denn die EU ist den Menschen in Europa viele Versprechen und viele Hoffnungen bisher schuldig geblieben. Und dann wird immer gerne von den europäischen Werten geredet, Frau Ministerin. Sie haben auch in Ihrer Regierungserklärung von Frieden gesprochen, von Demokratie, von Freiheit. Aber wie sieht es denn mit diesen vermeintlichen europäischen Werten, mit den Menschenrechten, der Humanität und Demokratie in der Realität aus? Vor wenigen Tagen hat Italien das Rettungsschiff Sea-Watch 3 beschlagnahmt. Und letzte Woche wurde Klaus-Peter Reisch, der Kapitän der Lifeline, zu 10.000 € Geldstrafe verurteilt. Warum? Weil er Menschen vor dem Ertrinken gerettet hat. Wir sagen, Seenotrettung ist kein Verbrechen. Den Seenotrettern gebührt Dank und Anerkennung, aber keine Kriminalisierung und Strafen. Und wenn immer mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken, dann ist das doch nicht einfach ein trauriges Schicksal. Nein, es ist doch die Folge dieser Abschottungspolitik der Europäischen Union, die die staatliche Seenotrettung eingestellt hat und ehrenamtliche Helfer auch noch an der Arbeit hindert. Und es sind immer wieder Menschen, die sitzen tagelang auf Flüchtlingsbooten fest, darunter Kinder, weil kein europäisches Land bereit ist, sie aufzunehmen. Und ich frage, wie lässt sich das Bild,
des leblosen Körpers des vierjährigen syrischen Flüchtlingsjungen Aylan Kurdi. Wie lässt sich dieses Bild mit den vermeintlich europäischen Werten vereinbaren? Dieses Jahr sind mindestens 494 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Und insgesamt seit dem Jahr 2000 sind über 23.000 Flüchtlinge ertrunken im Mittelmeer. Wo sind denn da die so viel beschworenen europäischen Werte? Und Frau Ministerin, das muss ich kritisieren, Sie haben dieses tägliche Sterben im Mittelmeer mit keinem Wort erwähnt in Ihrer heutigen Regierungserklärung. In vielen Teilen der Welt ist ein Leben frei von Gewalt, Unterdrückung und Hunger nicht möglich. Menschen fliehen vor Kriegen, vor Verfolgung, vor Ausbeutung, vor extremer Armut. Und an diesen Zuständen trägt doch die europäische Politik eine Mitverantwortung. Es sind doch die Waffen europäischer Rüstungskonzerne, die weltweit in Kriegen eingesetzt werden. Es sind doch die Großkonzerne aus Europa, die in Ländern ohne Arbeitnehmerschutz Profite machen. Es sind doch unfaire Handelsabkommen wie die EPAs, die dazu führen, dass Billigprodukte aus Europa die afrikanischen Märkte zerstören und den dortigen kleinen Bauern die Existenz rauben. Und es ist doch eine europäische Art des Wirtschaftens, das den Klimawandel beschleunigt und damit weltweit Naturkatastrophen mit verursacht. Und dann schlägt Europa diesen Menschen die Tür vor der Nase zu. Europa wird zur Festung ausgebaut und schließt Verträge zur Migrationsbekämpfung mit genau den Regimen, die die Menschen in die Flucht treiben. Auf dem Mittelmeer patrouilliert die sogenannte libysche Küstenwache. Migrantinnen und Migranten werden verschleppt in libysche Lager, in Lager, in denen es regelmäßig zu Hinrichtungen kommt, zu Folter und zu Vergewaltigung. Der EU ist bewusst, welchen Gefahren Migranten in Libyen ausgesetzt sind. Dennoch stattet sie die libysche Küstenwache mit Schiffen, mit Überwachungstechnik, mit Geldern aus. Da frage ich Sie, wo bleiben hier die europäischen Werte der Friedensnobelpreisträgerin EU? Und Frau Ministerin, Sie fordern sichere Außengrenzen und meinen damit eine Aufrüstung von Frontex. Das ist nicht die Sicherheit, die wir meinen. Wir fordern Schluss mit dem Sterben im Mittelmeer, Schluss mit der Kriminalisierung von Seenotrettern, Schluss mit der Aushöhlung des Asylrechts in vielen Ländern Europas und Schluss mit dem Dublin-Abkommen, mit dem sich Staaten wie Deutschland seit Jahren aus der Verantwortung gezogen haben. Europäische Werte messen sich eben genau daran, wie man mit Menschen auf der Flucht, mit Menschen in Not umgeht. Und hier muss sich die europäische Politik grundlegend ändern, wenn man über eine Wertegemeinschaft sprechen will, meine Damen und Herren. Und Frau Ministerin, Sie haben in Ihrer Regierungserklärung gesagt, die Türkei gehöre nicht in die EU, weil sie sich von der Demokratie abwende. Aber ich stelle fest, als Türsteher zur EU ist Erdogan der Bundesregierung gerade recht. Mit der Türkei wurde der unsägliche EU-Türkei-Deal geschlossen, der Erdogan den Rücken stärkt. Und da muss man schon sagen, an dieser Stelle ist ja die europäische Außenpolitik moralisch sehr flexibel. Das zeigt sich ja auch beim Umgang mit Rüstungsexporten an die türkische Regierung. Panzer, die zum Teil in Kassel gefertigt wurden, waren am Einmarsch in Afrin verteidigt, und sie kommen in dem blutigen Krieg gegen die Kurden zum Einsatz. Und auch hier frage ich mich, wo bleibt denn bei dieser Doppelmoral, wo bleibt da die europäische Wertegemeinschaft, von der Sie sprechen? Wenn man von einer europäischen Wertegemeinschaft spricht, dann darf man keine militärische Zusammenarbeit mit Erdogan zulassen, der einen Krieg gegen die Kurden führt und die Demokratie im eigenen Land abschafft, meine Damen und Herren. Nach einem Zeitalter der Kriege, nach zwei Weltkriegen, ist es zweifellos ein zivilisatorischer Fortschritt, dass die Länder der EU keine Kriege mehr gegeneinander führen. Von einem Friedensprojekt Europa sind wir allerdings noch immer weit entfernt. Viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind direkt und indirekt an Kriegen beteiligt. Die Rüstungsausgaben sind aktuell so hoch wie nie seit Ende des Kalten Krieges. Und Frau Ministerin, Sie stellen auf der einen Seite zu Recht fest, dass sich Menschen Sorgen machen um den Frieden, und dann loben Sie aber als Antwort darauf das militärische Aufrüstungsprogramm PESCO. Die EU-Staaten, Frau Ministerin, werden dadurch verpflichtet, jedes Jahr mehr Geld für Rüstung auszugeben, während an anderer Stelle Sparauflagen gemacht werden. Während die Mittel zur Förderung der Regionen gekürzt werden, sollen gemeinsame Rüstungsprojekte gefördert werden. Während vielerorts die Brücken und Straßen verfallen, sollen beispielsweise 6,5 Milliarden Euro investiert werden, um Straßen und Brücken panzerfest zu machen. Welch ein gefährlicher Irrsinn ist das,
in dieser Welt über mehr Aufrüstung zu diskutieren, statt endlich abzurüsten. Sie sagen, die EU solle über ihre Außengrenzen hinaus als starker Akteur in Erscheinung treten. Wir brauchen aber keine europäische Armee. Wir brauchen keine europäische Eingreiftruppe. Wir brauchen keine weitere Aufrüstung. Was wir brauchen, ist eine Verpflichtung zur Abrüstung und endlich einen Stopp von Rüstungsexporten, meine Damen und Herren. Wie ist das denn mit dem Friedensprojekt Europa zu vereinbaren, dass EU-Staaten ein Land wie Saudi-Arabien mit Waffen beliefern? Ein Land, in dem Menschen- und Frauenrechte nicht gelten, das ein Land, das einen Krieg gegen Jemen führt. Und solange die Staaten der Europäischen Union, Herr Boddenberg, Waffen an ein Land wie Saudi-Arabien liefert, solange bleibe dort das ganze Gerede von den europäischen Werten. Es bleibt doch nichts anderes als eine Floskel. Und Frau Ministerin, die Entwicklungszusammenarbeit, die haben Sie übrigens in Ihrer Regierungserklärung nicht einmal erwähnt. Und deshalb mache ich das. Weil die EU-Staaten gaben für die Entwicklungszusammenarbeit im Jahr 2017 insgesamt 72 Milliarden € aus. Das ist ein Rückgang von 3%. Und da ist auch schon alles eingerechnet, also auch Flüchtlingshilfen im Inland und Schuldenerlass und solche Fragen. Die Rüstungsausgaben in den 28 EU-Staaten hingegen stiegen von 230 Milliarden € 2017 auf über 250 Milliarden € 2018. Und das ist Geld, das fehlt, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Und das fehlt auch, um Bildung, um Soziales, um Gesundheit zu finanzieren. Und ich finde, wenn man die Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit nebeneinander stellt mit den Rüstungsausgaben, dann sieht man ganz klar, welche Prioritäten hier gesetzt sind. Und wir sagen ganz klar, es sind die falschen Prioritäten, die die Mitgliedstaaten der Europäischen Union hier setzen, meine Damen und Herren. Und nun trägt die Regierungserklärung den Titel „Lebe dein Europa“. Leider ist eines der Grundprobleme der EU, dass eben längst nicht jeder in der Lage ist, sein Europa zu leben. 113 Millionen Menschen bzw. 22,5% der Bevölkerung in der EU sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Gleichzeitig steigt der private Reichtum weniger. Und dieses Auseinanderklaffen und die sich verstärkenden sozialen Ungleichheiten, die haben Sie leider gar nicht angesprochen, Frau Ministerin. Die EU ist seit der Wirtschaftskrise vor 10 Jahren noch neoliberaler und noch autoritärer geworden. In den südeuropäischen Ländern wurden Löhne gedrückt, Sozialleistungen gestrichen und öffentliche Einrichtungen ausverkauft. In Griechenland, Spanien und Italien liegt die Jugendarbeitslosigkeit nach wie vor bei über 30%. Und für diese Jugendlichen, die keinerlei Perspektive für sich sehen, klingt „Lebe dein Europa“ wohl eher zynisch. Und ich sage mal so, mit einem Interrail-Ticket alleine wird man diese Jugendlichen auch nicht für die EU begeistern, Frau Ministerin. Die neoliberale Politik hat dazu geführt, dass die Ungleichheit zwischen den EU-Mitgliedstaaten und innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zugenommen hat. Und das führt natürlich auch zu innereuropäischen Migrationsbewegungen, Bauarbeiter aus Osteuropa, die wie Amazon-Pakete quer durch Europa geschickt werden, Billiglöhner schuften auf deutschen Spargelfeldern, Lkw- und Busfahrer, die wochenlang nicht zu Hause sind und ihren Wagen schlafen müssen. Osteuropäische Pflegekräfte pflegen deutsche Senioren, während sie die eigenen Familien lange Zeit nicht sehen. Und das alles oft für einen Hungerlohn. Denn im jeweiligen Land, der jeweilige landgültigen Mindestlohn, dazu ist eben man nicht verpflichtet, nach der EU-Dienstleistungsfreiheit den zu zahlen. Und das, meine Damen und Herren, das ist doch keine Freizügigkeit. Das ist Ausbeutung. Und dieser Ausbeutung muss man einen Riegel vorschieben. Deswegen fordern wir EU-weite Mindestlöhne. Und wir wollen nicht, dass durch Lohndumping Menschen gegeneinander ausgespielt werden in Europa, sondern gutes Geld für gute Arbeit in allen Staaten der Europäischen Union. Und Frau Ministerin, Sie beklagen in Ihrer Regierungserklärung, dass der Handwerksmeister brav seine Steuern zahlt, während internationale Großkonzerne die Schlupflöcher im europäischen Netz nutzen. Dann würde ich sagen, tun wir doch einmal was dagegen. Und Sie als Landesregierung, Frau Ministerin, Sie können mal direkt bei Fraport anfangen, weil das ist nämlich mehrheitlich im öffentlichen Besitz. Und wir wissen ja, dass Fraport selber Briefkastenfirmen in Malta unterhält, um Steuern zu sparen. Und Frau Ministerin, als wir das hier im Landtag angesprochen haben, hat die Landesregierung darin nicht einmal ein Problem gesehen. Also von daher, ist es die gleiche. Ich kenne die Antwort der Ministerin dazu. Die kenne ich.
Und es gab überhaupt kein Problembewusstsein. Es gab überhaupt kein Problembewusstsein, als wir es hier diskutiert haben. Und Gleiches gilt doch hier für die Konzerne wie Apple, wie Google, wie Amazon, wie sie alle heißen, durch legale und illegale Tricks entgehen den Staaten bis zu 1 Billion € an Einnahmen pro Jahr. Und dabei gibt es doch wirklich allen Grund, endlich mal über die Besteuerung von Banken und Konzernen zu reden und auch über die Regulierung von Finanzmärkten zu reden. Wir haben seit der Bankenkrise 2008, wo es immer noch nicht die Finanztransaktionssteuer eingeführt. Es gibt immer noch keine Regulierung der Finanzmärkte. Viele Versprechungen, die damals gemacht wurden, wurden nicht gehalten. Die Europäische Union hat nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen aus der Krise von 2008, meine Damen und Herren. Und dann sprechen Sie davon, dass neue Wirtschafts- und Geschäftsformen durch die Digitalisierung und das Internet entstünden und hier auch neue Regeln erforderlich seien. Das stimmt grundsätzlich, wenn auch nicht in der Form der völlig verfehlten Urheberrechtsreform, die Sie vielleicht auch gemeint haben. Und natürlich ist es gut, sich über neue Wirtschaftsformen Gedanken zu machen, aber die Europäische Union versagt ja bereits bei der Besteuerung von ziemlich klassischen Geschäftsmodellen wie Möbelhäusern, Kaffeehausketten und Versandhändlern. Und deshalb fordern wir, dass die Steueroasen, die wir mitten in der Europäischen Union haben, dass sie endlich ausgetrocknet werden. Wir brauchen eine Mindestbesteuerung für Konzerne in Europa. Wir brauchen Steuerbehörden, die personell so ausgestattet sind, dass sie die Steuergesetze auch durchsetzen können. Und natürlich darf ein gemeinsamer Euro-Währungsraum auch mit völlig unterschiedlichen Wirtschaftsregionen, der darf auch nicht ohne sozialen Ausgleich bleiben, weil er sonst einfach auseinanderdriftet, meine Damen und Herren. Und mit Ihrer aggressiven Exportstrategie verschärft Deutschland die wirtschaftlichen Ungleichgewichte und damit auch die Probleme innerhalb der Eurozone. Statt der europaweiten schwarzen Null bräuchten wir ein europaweites Investitionsprogramm für Infrastruktur, für Bildung, für Gesundheit, für die Verkehrswende. Das bräuchten wir. Und wissen Sie, das Problem ist doch, dass viele Menschen merken, dass diese EU nicht zuerst ihren Interessen als Arbeitnehmern, als Rentner, als Erwerbslosen dient, sondern viel zu oft vor allem den großen Wirtschaftskonzernen. Eine EU, in der Wettbewerb über alles steht. Diese EU des ruinösen Dumpingwettbewerbs ist es, die zu Recht bei vielen Menschen auch auf Ablehnung trifft. Eine EU, in der Tarifverträge und Arbeitnehmerrechte allzu oft als Wettbewerbshemmnisse gelten. Und es soll ja noch weiter in diese Richtung gehen, beispielsweise mit dem Freihandelsabkommen wie CETA mit Kanada. Diese weitreichenden Abkommen neuen Typs, die wesentlich tiefer als bisherige Handelsverträge in Gesetzgebungsprozesse eingreifen, schränken demokratische Gestaltungsspielräume von Parlamenten ein. Und deshalb ist es umso trauriger, dass die Landesmitgliederversammlung der GRÜNEN sich ja am vorletzten Wochenende gegen eine Abkehr von CETA positioniert hat. Mit dieser Entscheidung fallen die GRÜNEN nicht nur der Bewegung gegen Freihandelsabkommen in den Rücken, sondern sie gefährden auch soziale, ökologische und demokratische Standards. Und deswegen sage ich für DIE LINKE ganz klar, wir werden uns weiter engagieren gegen diese Abkommen. Wir wollen einen gerechten Welthandel, in der Konzerninteressen eben nicht über allem stehen, meine Damen und Herren. Jeden Freitag demonstrieren Schülerinnen und Schüler bei Fridays for Future Demonstrationen für den Klimaschutz, und dabei haben sie unsere Unterstützung. Und Kanzlerin Merkel erklärt dann immer gerne, man müsse ja europäische Regelungen finden. Und dann fährt sie nach Brüssel und verhindert als Schutzpatronin der deutschen Automobilindustrie schärfere Regelungen und schärfere Grenzwerte, die die Industrie zum Umsteuern zwingen würden. Oder dass zumindest mal bestehende Grenzwerte mal eingehalten würden. Aber man hat ja eher den Eindruck, gesetzliche Grenzwerte sind eher eine unverbindliche Empfehlung für die Automobilindustrie, als dass sie umgesetzt würden, meine Damen und Herren. Und deshalb, wer das Klima schützen will, der muss europaweit den Kohleausstieg vorantreiben. Und er muss aber auch bereit sein, sich mit Kapitalinteressen und Konzerninteressen anzulegen und auch das kapitalistische Wirtschaftssystem, das auf immer höheren Profit angelegt ist, auch grundlegend infrage zu stellen, meine Damen und Herren. Und deshalb, meine Damen und Herren, ein Europa, das auf Aufrüstung setzt, die Interessen der Konzerne vertritt und den notwendigen sozialen Ausgleich nicht leistet, dieses Europa findet nicht die Zustimmung großer Teile der Bevölkerung. Und das weckt keine Begeisterung. Und die weckt man auch nicht, indem man den Menschen in warmen Worten eine EU beschreibt, die es in der Realität nicht gibt. Die EU hat kein Imageproblem, Frau Ministerin, sondern sie steht auf falschen Grundlagen. Die Träger
eines vereinten Europas, das auf den Grundpfeilern von Solidarität, Gerechtigkeit, Klimaschutz und Frieden beruht, sind leider nicht die Regierungen der EU-Staaten. Und allen voran nicht die deutsche Bundesregierung, die die Kürzungspolitik in der EU maßgeblich vorangetrieben hat, durch die weite Teile der Bevölkerung in Griechenland und in anderen Ländern verarmt sind. Es war allen voran die deutsche Bundesregierung, die Griechenland zum Ausverkauf der Infrastruktur gezwungen hat, und profitiert haben davon deutsche Unternehmen wie Fraport, die die griechischen Flughäfen aufgekauft haben. Ein demokratisches, soziales und friedliches Europa muss erkämpft werden. Und deshalb sind Werte nicht einfach nur in Sonntagsreden zu beschreiben, sondern sie müssen umgesetzt werden. Kommen Sie zum Schluss, Frau Wissler. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Unsere Hoffnung sind die Menschen, die am Wochenende gegen rechts demonstriert haben. Die Schüler, die freitags auf die Straße gehen für den Klimaschutz. Die Menschen, die mit einer europaweiten Bürgerinitiative die Privatisierung des Wassers verhindert haben oder die jetzt mit der Initiative Housing for All für bezahlbare Mieten und das Grundrecht auf Wohnen kämpfen. Und es sind die streikenden Gewerkschafter von Ryanair und Amazon, die für gute Löhne kämpfen. Und natürlich auch die Menschen, die ohne Bezahlung und trotz Repressionen Menschen im Mittelmeer vorm Ertrinken retten. Sie alle stehen für ein anderes, für ein vereintes und für ein wahrhaft internationalistisches Europa. Und deshalb, letzter Satz, Herr Präsident, wer ein vereintes Europa will, der muss diese Europäische Union und ihre zugrunde liegenden Verträge grundlegend kritisieren. Nicht vom nationalistischen Standpunkt, wie es die Rechten tun, sondern die EU daran erinnern, was die zentralen Werte sind, über die sie redet. Und deshalb, bei dieser Europawahl geht es darum, dass der Staat und der Rechte. Frau Wissler, ich kann Sätze zählen. Bitte. Und deshalb geht es bei dieser Europawahl darum, das Erstarken der Rechten zu verhindern. Aber wer die Rechte stoppen will, der wird diese Europäische Union auch verändern müssen. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Obwohl ja überhaupt keine Zwischenrufe von der Regierungsbank erlaubt sind, stelle ich richtig, Herr Al-Wazir, ich bin kein Jurist. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Utter zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit der Regierungserklärung „Liebe dein Europa“ hat Staatsministerin Puttrich deutlich gemacht, welch große Rolle Europa für unser Bundesland spielt. Vielen Dank für diese Regierungserklärung, die Europa in den Mittelpunkt unserer Debatte gestellt hat. Lebe dein Europa. Das macht Hessen. Wir leben Europa. Wir gestalten Europa mit. Es ist richtig und gut, wenige Tage vor der Europawahl noch einmal über die europäische Integration zu sprechen. Am kommenden Sonntag können alle Wählerinnen und Wähler die Zukunft Europas mitgestalten. Ich begrüße das Motto ausdrücklich. Lebe dein Europa, in welchem nun die Landesregierung für die Teilnahme wirbt. Ich merke das an den Veranstaltungen, den Infoständen, bei Gesprächen mit Bürgern aller Altersgruppen. Das Interesse an Europa ist in den letzten Wochen deutlich gestiegen. Man will mehr von Europa wissen, mehr über Europa erfahren. Deshalb ist die Kampagne „Lebe dein Europa“ eine gute Sache. In der Broschüre, die schon hochgehalten wurde, „Lebe dein Europa“, gibt es eine Rankingliste der Mythen, der europäischen Mythen. Da ist doch erstaunlich, in einem Zeitalter der Wissensexplosion, dass es offensichtlich auch immer eine Explosion des Unwissens gibt. Und ein Beispiel ist sicherlich, dass immer noch viele denken, die EU sei das große Bürokratiemonster. Ja, aber was sind denn die Fakten, was sind die Zahlen? Vom gesamten Mitteln der EU werden für die Verwaltung, für Personal und die Gebäude gerade einmal 6% ausgegeben. Das ist wirklich kein Bürokratiemonster.
Oder ich sehe jetzt gerade nicht den Herrn Heidkamp. Ist der noch da oder ist schon nach Brüssel unterwegs? Also vielleicht könnte man dem Herrn Heidkamp vor seiner Reise noch empfehlen, die Broschüre der Landesregierung zu lesen. Ich glaube, Frau Puttrich wird ihm das noch einmal geben. Ein weit verbreitetes Gerücht ist immer noch, die EU würde festlegen den Krümmungsgrad der Bananen. Das hat sie niemals getan. Niemals. Jawohl. Niemals. Und bei der Gurke ist es schon abgeschafft. Jawohl. Also, man sieht, es ist gut aufzuklären über die EU und das, was sie ausmacht. Die Medien berichten zurzeit umfangreich über Europa, und ich wünschte mir eigentlich, dass das auch außerhalb von Wahlkampfzeiten geschieht. Am Sonntag konnten wir zum Beispiel, wie ich finde, ein eindrucksvolles Interview von Herrn Heusinger lesen in einer großen Zeitung, wo ich finde, gut dargestellt wurde, wie man in Brüssel auch als Land Einfluss nehmen kann, wie man als Land auf der europäischen Bühne wirken kann. Und ich glaube, das ist kein übertriebener Stolz, wenn man sagt, wir Hessen gehören da sicherlich mit zu den Besten. Natürlich, in Wahlkampfzeiten ist auch Gelegenheit, die Unterschiede zwischen den Parteien herauszuarbeiten. Aber es lohnt sich eben auch, auf die Gemeinsamkeiten zu schauen und damit einzuordnen, wo man steht. Wir müssen uns, glaube ich, immer wieder in Erinnerung rufen, was die europäische Einigung für uns bedeutet. Das Zusammenwachsen der Völker und Nationen hat uns eine nie bekannte Phase des Friedens, der Freiheit und des Wohlstands in Europa gebracht und sichert uns eine starke Stimme in der globalisierten Welt. Wir müssen uns erinnern, dass dies nicht selbstverständlich ist, sondern das Ergebnis, ja, man möchte fast sagen, eines politischen Wunders. Aus verfeindeten Nachbarn, aus Erbfeinden sind Partner und Freunde geworden. Europa steht vor großen Herausforderungen. Um diese bewältigen zu können, müssen wir Europa verbessern. Wir müssen es reformieren. Aber wir müssen es nicht abschaffen. Die Menschen erwarten zu Recht mehr Lösungskompetenz in den großen Fragen. Mit der Außenpolitik, der Migrationspolitik, dem Klimaschutz und der Handels- und Wirtschaftspolitik hat Staatsministerin Puttrich die richtigen Bereiche angesprochen. Hier brauchen wir mutige Schritte, damit wir diese Probleme gemeinsam als Europäer lösen können. Denn rückwärtsgewandt mit der beschränkten Macht im internationalen Vergleich kleinster Nationalstaaten werden wir bei der Lösung dieser Frage keine Rolle spielen. Kritik an der EU ist legitim und manchmal auch durchaus verständlich. Aber die Folge kann doch nur sein, dass wir die EU noch besser machen. Die CDU hat hierfür den Wählerinnen und Wählern Vorschläge gemacht und stellt sie am Sonntag zur Abstimmung. Ich durfte für die CDU am EVP-Kongress der Europäischen Volkspartei in Helsinki teilnehmen. Ich war dabei. Jawohl. Und das ist, kann ich jedem empfehlen, das gibt es ja bei anderen Parteifamilien auch. Das ist wirklich eindrucksvoll, wenn aus so vielen Staaten Menschen zusammenkommen, miteinander diskutieren. Und mir hat sich ein Redebeitrag eines Christdemokraten aus Litauen so eingeprägt. Im Zusammenhang durchaus mit der Brexit-Debatte. Da sagte er, wer die EU verlässt, um mehr Souveränität zu gewinnen, der wird nachher feststellen müssen, dass wir unsere Souveränität nur mit der EU bewahren können. Ja, und da sind wir, Jörg-Uwe, bei dem nächsten Thema, was mich bewegt, was ich finde, was zu wenig bisher angesprochen wurde. Klar, ein Mensch aus Litauen, der weiß, was es heißt,
wenn fast täglich der Luftraum getestet wird, ob denn die westlichen Verbündeten wachsam genug sind. Bei allem, was heute schon über diese Regierungskrise in Österreich gesagt wurde, kommt mir ein bisschen zu kurz, dass da nicht darauf eingegangen wird, dass dort ein Parteivertreter bereit war, einem russischen Oligarchen Einfluss auf Medien zu geben, ja, Einfluss auf das Regierungshandeln. Ich bin immer noch fassungslos und frage mich schon, wo bleibt eigentlich der Aufschrei, wenn man sieht, wie massiv russische Kräfte versuchen, europäische Politik zu beeinflussen, sei es jetzt im Internet oder eben auch durch Gelder und anderes. Und das Wort sei auch noch an die AfD gerichtet. Ich finde, die AfD sollte sich gut überlegen, mit wem sie sich verbündet, mit wem sie zusammenarbeitet, damit sie nicht zur Alternative für Russland wird. Lebe dein Europa. Wir von der Union haben klare Vorstellungen, was wir in Europa weiterentwickeln wollen. Jeder von uns, der bis hier geredet hat, hat durchaus auch persönliche Eindrücke, Europaerfahrungen geteilt. Mein älterer Bruder lebt nun schon seit einigen Jahren in Polen. Er ist dort mit einer Polin verheiratet, und ich habe einen polnischen Teil in der Familie dazu gewonnen. Ich erinnere mich aber auch noch an meinen ersten Besuch in Polen. Zusammen mit meinen Eltern habe ich im Sommer 1978 Polen besucht. Und der polnische Staat war damals so freundlich, damit wir nicht so allein durch Polen reisen mussten, hat er uns einen freundlichen Herrn des Staates, des Geheimdienstes, zur Seite gestellt, der uns bei allen Dingen begleiten konnte und uns auch die Eindrücke richtig vermittelt, dass man den Sozialismus auch versteht. Man kann ja vielleicht falsche Eindrücke gewinnen. Allerdings war schon damals Polen etwas Besonderes. Dieser Geheimdienstmitarbeiter musste mit uns in viele Kirchen gehen und hat sich immer kräftig bekreuzigt. Ja, heute ist Polen zwar ein EU-Mitgliedstaat, wo wir durchaus Probleme sehen, aber die Menschen dort fühlen sich überwiegend einfach als Europäer und sind froh, dass sie zu Europa dazugehören. Man wird dort mit großer Herzlichkeit empfangen. Und ich wünsche mir, dass die Regierung in Polen auch erkennt, welch großer Wert Europa ist. Wir wollen die Freizügigkeit innerhalb Europas und im Schengen-Raum erhalten, damit es auch in Zukunft keine Grenzkontrollen innerhalb der EU gibt. Dazu ist allerdings nötig, dass die Außengrenzen besser gesichert werden. Daher wollen wir zusätzliche Grenzschützer einsetzen, um unsere Außengrenzen besser zu schützen, um illegale Migration zu verhindern. Wir wollen allerdings auch, dass es Solidarität gibt bei der Frage, wie Flüchtlinge untereinander aufgeteilt werden. Wir wollen, dass die EU die Ursachen der Flucht und Vertreibung bekämpft und dass es geregelte Verfahren der Einwanderung gibt. Wir wollen ein europäisches FBI. Wir wollen nämlich effektiv Terrorismus und organisierte Kriminalität bekämpfen. Kleinlicher Nationalismus schadet hier nur. Wir brauchen gemeinsame Ermittlerteams, die alle Informationen über Straftäter und radikalisierte Personen zusammenführen. Dadurch ermöglichen wir den nationalen Polizeikräften, Terroristen zu fassen, bevor sie Anschläge auf unsere Bürger verüben. So bekämpft man auch organisierte Kriminalität effektiv. Wir als Union müssen leider auch die traurige Wahrheit aussprechen, dass sich die Türkei immer mehr von Europa und seinen Werten entfernt hat. Daher sind die Beitrittsgespräche nicht sinnvoll und sollten beendet werden. Unsere Bereitschaft zu einer intensiven Zusammenarbeit bleibt bestehen. Und wir sind auch sicherlich alle bereit, der Türkei zu helfen, falls es dort zu einem Regimewechsel kommt.
Doch im Moment machen Beitrittsgespräche überhaupt keinen Sinn mehr. Für uns gehört zu Europa untrennbar Demokratie, Unabhängigkeit der Justiz und Pressefreiheit. Und das gilt überall. Das gilt in Polen, in Ungarn, in Rumänien. Wir machen da keinen Unterschied und wollen keine Abstriche machen. Und natürlich, das sage ich offen, mich ärgert es auch, wie sich der Orbán entwickelt hat. Und mit dieser Haltung hat er unter den Christdemokraten nichts mehr zu suchen. Aber dann wünsche ich mir auch, dass wir uns einig sind, wenn jemand in der Parteienfamilie aus der Art schlägt, dass man es deutlich sagt und dann möglichst schnell auch sagt, wie es weitergeht. Und da muss man der SPD natürlich sagen, es wird nicht erwähnt, was die Regierungspartei in Rumänien tut. Das sind ja. Ja, aber es wäre schön, es hier auch einmal zu erwähnen. Es sind dort nämlich Wahlfälscher an der Regierung, Leute, die korrupt sind und die Amtsmissbrauch betrieben haben. Und deshalb ist es auch richtig, denen das klar zu sagen, dass wir das nicht dulden. Und bei dem leichten Schlag von links und rechts und hin und her, man kann den Herrn Salvini in Italien ja noch sehr beklagen, aber er regiert ja nicht mit absoluter Mehrheit mit seiner Partei, sondern er hat ja einen Verbündeten, die Fünf-Sterne-Bewegung, die immer alles mitmacht. Sie sind nicht sozial, die nennen sich ja links, aber nicht sozialdemokratisch. Und Griechenland, ich habe ja große Achtung vor dem dortigen Ministerpräsidenten, ich finde, der macht ja auch manches gut, aber immerhin, um in die Regierung zu kommen, ist er bereit, mit einer mehr als rechten Partei zu koalieren, den Sie dann dem Verteidigungsminister gegeben haben, finde ich auch nicht ganz so gut. Ich finde, Europa sollte sich durchaus große Ziele auch setzen, Ziele, die vielleicht jetzt nur utopisch klingen. Wir setzen uns ein, dass es einen europäischen Masterplan zur Krebsbekämpfung gibt. Mehr als 40% aller Europäer werden im Laufe ihres Lebens mit dieser Erkrankung konfrontiert. Es lohnt sich doch, hier die Kräfte zu bündeln, um das Leben von tausenden Europäer zu schützen. Unsere Forschung und unsere Innovation müssen wir hier bündeln. Das sind konkrete Dinge für die Menschen in Europa. Wir wollen auch, dass sich Europa um die wesentlichen Dinge kümmert. Darum setzen wir uns dafür ein, dass die Vorschriften in Europa durchgeforstet werden. Wir glauben, dass wir auf 1.000 Vorschriften gut verzichten könnten und uns damit auf das Wesentliche beschränken. Denn dann wird Europa auch ernst genommen, wenn es sich um die großen Fragen kümmert. Europa ist eine Handelsmacht, und die kann man auch zum Guten einsetzen. Handelsabkommen sind nichts Böses, sondern sie können auch dazu führen, Standards zu verbessern. Wir können als Europäer durchaus z.B. verlangen, dass es ein weltweites Verbot von Kinderarbeit gibt. Das können wir mit unserer Macht durchsetzen, dass nirgends auf der Welt Kinder gezwungen werden, unter unwürdigen Bedingungen zu arbeiten, denn Kinder haben ein Recht auf ihre Kindheit. Und der Klimaschutz. Da ist schon viel Richtiges heute gesagt. Aber der Klimaschutz ist auch eine Herausforderung für unsere Innovationskraft, für unser europäisches Können, das Miteinander. Wir können Vorreiter sein, nicht nur in Beschränkungen, sondern auch im Aufbruch. Und ich denke, wir als Hessen zum Beispiel müssten ein großes Interesse haben, dass die Entwicklung von emissionsarmen Flugzeugen vorangetrieben wird. Denn die Frage, wie viel geflogen wird, darüber kann man vielleicht diskutieren, aber man wird immer fliegen müssen in dieser modernen Welt. Deshalb, die Flugzeuge müssen besser werden. Da müssen die Europäer Standards setzen. Da müssen wir Spitze sein. Und zum Schluss finde ich auch eine Initiative sehr gut, dass wir uns dafür einsetzen, dass junge Familien ermöglicht wird, Eigentum bei Wohnungen zu erwerben. Wir sind nicht dafür, dass Wohnungsbesitzer enteignet werden. Wir sind dafür,
damit möglichst viele Menschen, besonders junge Familien, sich Eigentum leisten können, und das in ganz Europa. Wir leben Europa. Hessen wird auch in Zukunft seinen Beitrag leisten zur Weiterentwicklung der EU. Mit unserer Partnerschaft auf dem Westbalkan mit der Vojvodina wollen wir den Weg weisen, damit Serbien auch den Weg hinein in die EU findet, damit die Schrecken der Vergangenheit, der Krieg und die Gräuel überwunden werden. Wir können als kleines Bundesland im großen Konzern Europa einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Frieden und Freiheit sich auch dort durchsetzen können. Europa gestalten, das können am Sonntag nicht nur die Abgeordneten, sondern alle Wählerinnen und Wähler. Wir können Europa voranbringen, indem wir die Abgeordneten wählen, die Europa voranbringen wollen, und keine Stimme für die Parteien geben, die Europa zerschlagen wollen. Hessen im Herzen Europas. Europa im Herzen. Danke, Herr Utter. Danke, Herr Utter. Ich habe nochmals eine Wortmeldung von der AfD-Fraktion, Ihr Vorsitzender, Herr Lambrou. 1:36 sind noch übrig. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kollegen! Hier wird immer wieder Europa mit der EU, der Europäischen Union, verwechselt. In der EU gibt es 28 Staaten. Europa, welches deutlich größer ist, umfasst 47 Staaten. Die EU liegt in Europa, aber die EU ist nicht Europa, meine Damen und Herren. Wir AfDler sind überzeugte Europäer. Das hat Erich Heidkamp für die AfD-Fraktion eben in seiner Rede bereits ausgeführt. Und bei 13% für die AfD in ein paar Tagen sitzt er übrigens bald im EU-Parlament. Die EU in ihrer jetzigen Form, die sehen wir allerdings kritisch. Und dafür gibt es gute Gründe. Frau Ministerin, Sie fordern z.B. in Ihrer Rede mehr EU, mehr Transferunion. Die AfD ist der Meinung, dass schon viel gewonnen wäre, wenn die bestehenden EU-Verträge mal konsequent eingehalten würden. Das Thema EU, wie bereits erwähnt, wird von Ihnen gerne mit Europa verwechselt und anschließend tabuisiert. Wir erleben es auch in der heutigen Debatte zur Regierungserklärung von Frau Ministerin Puttrich wieder eindrucksvoll. Das Thema wird von Linke, Grünen, SPD, FDP und CDU ideologisch aufgeladen. Wehe, wenn jemand die EU kritisiert und die aktuelle Situation und Pläne der EU mit gesundem Menschenverstand angemessen hinterfragt. Die Zustimmung zu dieser EU scheint alternativlos, wenn nicht die Welt untergehen soll. Dem ist nicht so, meine Damen und Herren. Die konstruktiv-kritische Sichtweise der AfD zur EU, nicht zu Europa, rührt wesentlich auch aus einer Vorgehensweise der EU, die der aktuelle EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bereits 1999 folgendermaßen beschrieben hat. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Lambrou. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob etwas passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine großen Aufstände, weil die meisten gar nicht begriffen haben, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter Schritt für Schritt, bis es keinen Zurück gibt. Und das ist der Grund, warum es wichtig und richtig ist, dass die AfD jetzt in den Parlamenten sitzt und rechtzeitig auf Fehlentwicklung in der EU, nicht in Europa, hinweist. Vielen Dank. Danke, Herr Lambrou. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Regierungserklärung der Europaministerin entgegengenommen und besprochen. Wir haben zwei Anträge mit aufgerufen, Tagesordnungspunkte 36 und 59, die wir beide in den Europaausschuss überweisen.
Der SPD-Antrag soll abgestimmt werden. Was machen wir mit dem auch abstimmen? Dann rufe ich als erstes Tagesordnungspunkt 36 den Antrag unter anderem der Fraktion der SPD und weiterer Abgeordneter Europa fit machen für hessische Kommunen, Drucksache 20/620, und frage, wer dem Antrag zustimmen möchte. Das ist die Fraktion der SPD. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen AfD, CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion der FDP. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Als Zweites rufe ich auf den Dringlichen Antrag aus der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Subsidiarität leben in Europa. Das ist Drucksache 20/665. Wer diesem zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind FDP, CDU und die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind AfD und SPD. Wer enthält sich? DIE LINKE. Damit hat dieser Antrag eine Mehrheit gefunden.